Wenn du Hemmungen hast, jemanden kalt anzurufen, dann liegt das einzig und allein am Mindset. Und hierzulande in Deutschland leider mehr und stärker verankert, dort in diese Richtung Hemmungen zu haben, weil es auch ein schlechteres Image hat, wie zum Beispiel in anderen Kontinenten und anderen Ländern wie den USA. Und auch mir passiert es immer mal wieder, dass ich Hemmungen habe, jemanden kalt anzurufen, ganz besonders wenn es zum Beispiel darum geht, einen sehr hochrangigen Entscheider anzurufen, wie zum Beispiel einen Aufsichtsrat oder einen Geschäftsführer oder ähnliche Personen. Nicht sehr häufig, selten, aber immer mal wieder kommt es auch vor, dass ich da auch sozusagen Hemmungen habe. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, es liegt daran, dass du dir Horrorszenarien im Kopf zurechtdenkst, die noch gar nicht so stattgefunden haben. Und deswegen hier meine Empfehlung an dich, hier gratis und kostenlos auf meinem YouTube-Kanal: Hinterfrage dein Denken. Wenn das auch bei dir passiert, hinterfrage dein Denken und stelle dir zwei Fragen. Ist das immer so gewesen? Und die zweite Frage: Ist das bei jedem so gewesen? Denn du denkst dir in diesen Momenten, wo du sozusagen Hemmungen hast, jemanden kalt anzurufen, denkst du dir natürlich irgendwelches Horrorszenario aus der Vergangenheit. Das heißt, in deinem Kopf befindet sich aktuell eine Story, die du dir selber erzählst, die negativ war aus der Vergangenheit, und projizierst sie jetzt bereits in die Gegenwart bzw. in die Zukunft, obwohl sie noch gar nicht stattgefunden hat. Du rufst ja jemanden völlig kalt an, jemanden, mit dem du noch nie gesprochen hast. Und das kannst du dir genau umkehren, indem du dir sagst: War das bei jedem so? Und war das immer so? Und die Antwort auf diese Frage, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, ist dann in meinem Fall auf jeden Fall nein. Es war nicht bei jedem so hässlich und grässlich, und es war auch nicht immer so. Und dann rufst du dir eben positive Stories, positive Szenarien aus der Vergangenheit in deinen Kopf und durchlebst die im Vorfeld, und plötzlich bist du wieder super, hast deine Hemmungen gelöst und bist super motiviert, kalt jemanden anzurufen, auch wenn er besonders hoch in der Entscheiderebene angesiedelt ist. So, das war mein, ja, geheimer heißer Tipp für dich heute auf meinem YouTube-Kanal. Wenn dich mehr interessiert, wenn du mehr in diese Richtung wissen willst, mehr Tipps haben willst, dann komm doch hier entweder in meine Akademie, verlinke ich dir hier unten, oder mach einen Termin mit mir aus. Da musst du ein bisschen den Fragekatalog durchgehen, na, weil ich habe natürlich nicht Zeit, mit jedem mich zu unterhalten auf einer One-to-One-Basis. Und dann kommen wir vielleicht, wenn du Bock hast, in eine Zusammenarbeit rein. Oder zumindest mal einen kostenlosen, ja, kurzen halbstündigen Beratungsgespräch mit mir. Und da würde ich mich sehr freuen. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Dein Thomas Klein. Ciao, bis dann.